Hapse atacak gücünüz var ama haklı çıkabilme imkanınız yok. In einem offenen Brief an Präsident Erdogan haben 44 Nobelpreisträger die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und die Freilassung kritischer Journalisten, unter ihnen die zu lebenslanger Haft verurteilten Journalisten Ahmet und Mehmet Altan sowie Nazlı Ilıcak gefordert. Unterschrieben wurde der Brief unter anderem von Svetlana Alexievich, Kotze und Kazuo Ishiguro, der in der britischen Zeitung The Guardian veröffentlicht wurde. Wir rufen zur Aufhebung des Ausnahmezustandes auf, zu einer schnellen Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und zur uneingeschränkten Rede- und Meinungsfreiheit, heißt es in dem Schreiben. Zurzeit sind mehr als 150 Journalisten in der Türkei inhaftiert. Zahlreiche Medien wurden geschlossen und Webseiten blockiert. Inzwischen haben die Behörden auch den Zugang zum kritischen Online-Medium Ahval und Kronos News von der Türkei ausgesperrt.